Wir ziehen einfach mal den Finger durch und hören auch direkt, wie der Motor auffährt. Hi, willkommen auf meinem Kanal SiuPlan. In diesem Video will ich mir eine häufig gestellte Frage beantworten, und zwar, was ist besser, ein normaler E-Öffner oder ein Motorschloss? Wenn du neu auf meinem Kanal bist und dich Smart Home Themen interessieren, vor allen Dingen in erster Linie KNX-Technik und dann auch Videoüberwachung oder Sprechanlage und also alles, was mit Smart Home zu tun hat und normale Elektrik auch, dann bist du genau richtig. Abonniere meinen Kanal, gib mir einen Daumen nach oben, das unterstützt meinen Kanal. Und ja, jetzt klären wir die Frage. Spätestens dann, wenn man sich die Haustür aussucht, stellt sich immer die Frage, soll die Haustür elektrisch geöffnet werden? Zwar nicht nur mit dem Schlüssel, sondern irgendwie mit dem Fingersensor, von der Sprechanlage aus oder vom Taster oder wie auch immer, soll es elektrisch geöffnet werden. Und dann gibt es diese zwei Unterschiede. Einmal den normalen E-Öffner oder auch umgangssprachlich der Schnapper genannt, oder halt ein Motorschloss. Wobei da auch gewisse Unterschiede gibt, zum Beispiel im Motorschloss, dann gibt es da einen, der zum Beispiel eine Rückmeldung gibt, der andere piepst und, also Automatik, Komfortfunktionen und. Also dort gibt es nochmal in sich Unterschiede oder herstellerabhängige Unterschiede auch. Genauso wie bei dem Schnapper gibt es auch verschiedene Varianten, wo zum Beispiel nur wenn die Spannung angelegt wird, dann geht er auf, und wenn die Spannung weg ist, dann ist er wieder zu, oder halt wenn man die Spannung anlegt, dann ist er für einmal auf, man macht die Tür auf, wieder zu und dann ist er geschlossen. Ne? Dort gibt es auch nochmal Unterschiede, aber im Prinzip ist das halt ein E-Öffner und das ein Motorschloss. Und genau diesen Unterschied wollen wir heute klären. Ich werde dann auch ganz klar bei mir zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also ich werde auch an die Tür dich mitnehmen und mit einem Finger das Ganze mal durchziehen, um zu zeigen, was so ein Motorschloss an Vorteile an sich bringt. Genau, und wir starten, wie gesagt, mit dem Schnapper. Was macht dieser Schnapper? Der macht nichts anderes. Also ich werde gleich auch noch eine Kamera von oben einschalten. Die Hauptfunktion von dem Schnapper ist ja, wenn die Tür hier reinfällt, diese zu halten, ne? Also einmal hier zu halten, und wenn man komplett abschließt, dann ist die Tür abgeschlossen, ne? Und dann ist die abgeschlossen und dann ist die auch sicher, weil nur an diesen kleinen Dingen hält quasi die ganze Tür. Ich werde das auch, wie gesagt, im Videomaterial noch zeigen, wie die Tür dann da drin hält. Und wenn man es abschließt, dann fallen noch verschiedene andere Riegel aus. Man kennt das ja normalerweise hier in der PowerPoint-Präsentation, kann man das auch sehen. Also hier ist der Schnapper und da unten quasi fährt der Riegel raus, wo die Tür dann auch abgeschlossen ist. Ne? Und solange es nur hier reingefallen ist, ist es deutlich unsicherer und die Tür ist quasi nicht abgeschlossen. Von den Versicherungen wird es natürlich auch dann schwierig, je nachdem natürlich, was für eine Versicherung, wird dann natürlich schwierig zu begründen, warum das Haus nicht abgeschlossen wurde und es doch eingebrochen wurde, genau. Von den Funktionen her ist dieser Schnapper funktioniert so, oder beziehungsweise der E-Öffner an sich, ne, funktioniert so, dass sobald hier eine Spannung angelegt wird, ne, zum Beispiel hier mit so einem Trafo, und zwar kann dieser in verschiedenen Spannungsbereichen arbeiten, also von 10 bis 24 Volt. Die sind auch, wie gesagt, immer verschieden und mit einer Wechselspannung oder mit einer Gleichspannung angesteuert werden. Hier, das ist ein Gleichspannungstrafo. Also sobald quasi ich dieses Netzteil, also Trafo oder Netzteil, hier dran anschließe und den jetzt in die Steckdose stecken würde, dann würde der quasi diese Funktion einen Durchgang haben. Das heißt, wenn ich meinen Finger hier durchziehe, dann geht es einmal, ja, geht die Tür auf. Sobald die Zeit dann abgelaufen ist, dann ist der wieder zu. Genau, das ist die Funktion dadurch. Also nochmal hier einmal durch, wenn man das ganze Aufbau uns anschauen, also hier den ganzen Aufbau, ich mache mich nochmal die Kamera weg. So, also es geht einmal von dem Fingersensor, also sobald ich den durchgezogen habe, diesen Fingersensor, dann gibt es eine Information an den IK-Steuergerät. Dieser IK-Steuergerät macht nichts anderes, außer die Spannung zu dem Öffner zuschalten, und die der öffnet dann, ne? Genau. So ist die Funktionsweise von diesem Türöffner, genau, oder Schnapper. Wir schauen uns das Ganze nochmal von oben an. So, genau, also hier im Trafo, einmal hier drauf und von da aus auf dem Schnapper, ne? Das ist halt die Funktion davon, und nicht so sicher und vor allen Dingen nicht komfortabel, ne? Also wir hatten immer die Probleme gehabt, also wir persönlich haben auch, also das ist sogar meiner,
Wir persönlich haben das damals auch daran gespart und nur so ein Tür-E-Öffner einbauen lassen. Und ja, wir hatten immer die Probleme, dass der nicht vernünftig aufgeht und ja, dass man immer wieder abschließen muss. Dann ist man nicht wirklich frei oder beziehungsweise wenn man aus dem Urlaub kommt oder was auch immer, Finger durchzieht, dann geht es nicht auf, ne, wenn es abgeschlossen ist. Und von der Bedienbarkeit ist es halt ja ein bisschen schwierig. Ne? Wenn man jetzt nur kurz weg muss oder so, ist es ja kein Problem, wenn es im Schnapper ist. Aber wenn man jetzt länger weg ist, dann muss man die Tür trotzdem abschließen. Ja, und dann kommen wir schon zu der zweiten Variante und zwar Motorschloss. So, weiter geht's. Motorschloss. Der Hauptunterschied ist quasi, oder beziehungsweise es gibt mehrere Hauptunterschiede, aber der Hauptunterschied von der Position ist es so, dass dieser E-Öffner in dem Türrahmen sitzt. Das werden wir auch ganz klar in einem Zeitraffer-Video sehen. Und zwar wurde das Ganze, also bei uns wurde ein Motorschloss nachgerüstet. Ne? Wir haben keinen reingemacht. Von vornherein und 5 Jahre später jetzt quasi oder 4 Jahre später wurde bei uns nachgerüstet von der Firma Köster Aluminium, wurde dieser Motorschloss zur Verfügung gestellt, damit wir dieses Video machen können. Und das wurde super sauber nachgerüstet. Der Monteur kam direkt mit verschiedenen Leisten, also komplett vorgefertigt. Die haben von uns eine Nummer, die an der Haustür stand, bekommen. Und dort konnte man so weit vorproduzieren, dass alle Leisten gepasst haben. Es hat super sauber alles gepasst und man sieht es quasi gar nicht, dass das nachgerüstet wurde. Und da ist halt der Unterschied, ne? Also, dass dieser, wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden, dass der halt im Rahmen sitzt und der Motorschloss an sich in dem Türblatt. So, wie ist die Funktion? Und zwar ist es so, ja, sobald ich die Tür zumache, dann fallen alle Riegel rein, ne? Also, alle Riegel fallen komplett in die Schlösser rein und somit ist die Tür abgeschlossen. Ne? Sobald ich meinen Finger durchziehe, dann fährt wirklich der Motor, also alle Riegel fahren auf einmal auf und ich kann meine Tür öffnen. Ne? Also so super saubere Geschichte, also viel, viel, viel besser wie dieser E-Öffner, genau. Und man hat eine Rückmeldung, ne? Man hört tatsächlich wirklich, also wenn man den Finger durchgezogen hat, man hört, wie der Motor fährt. Und es gibt eine akustische Rückmeldung. Es gibt verschiedene Motorschlüsse. Der eine piepst, der andere bei uns macht so ein kleines Summen oder ein Summen an sich. Und da hört man, die Tür ist offen. Sobald man die Tür geöffnet hat und wieder zuschließt, dann merkt ihr das über verschiedene Magnete, die da verbaut sind und fällt wieder in das Schloss rein. Somit ist es abgeschlossen. Ne? Klar gibt es die Möglichkeit, immer noch mit dem Schlüssel abzuschließen. Dort gibt es auch wiederum verschiedene Varianten, ob man jetzt zugeschlossen hat und man kann nicht mehr öffnen. Wie gesagt, im Zeitraffer-Video werden wir das Ganze zeigen. Und man kann nicht mehr öffnen oder gibt eine Panikfunktion, wo man draufdrückt und trotzdem raus geht. Immer wieder verschiedene ja, Sachen, je nachdem, was für eine Versicherung. Ich will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich ja keine Ahnung davon habe, von den Versicherungen an sich, ne? Wie das Ganze funktioniert oder was da für Forderungen sind. Ja. So ist dann die Hauptfunktion. Ne? Und dieser Motorschloss an sich braucht eine Dauerspannung. Ne? Also und da gibt es auch wiederum zwei Varianten. Einmal die Versorgung zentral aus dem Schaltschrank. Ne? Das heißt, dieses 24 Volt Netzteil sitzt im Schaltschrank und versorgt einmal erstens mit der Dauerspannung. Der Motorschloss kann hin und her fahren. Ne? Also sobald ich quasi die Tür zugemacht habe, kann er zufahren. Und mit einem potenzialfreien Kontakt oder mit einem Kontakt, der mir nochmal die 24 Volt im Plusbereich bringt, öffnet die Tür. Ne? Mit diesem IKEA-Steuergerät wird ein Relais zum Beispiel davon benutzt und der Motorschloss nochmal angesteuert. Und sobald dieser abfällt, ist es nicht so, dass wie bei dem E-Öffner, dann ist ja keine Spannung mehr da, sondern diese wird immer noch versorgt. So. Und wie gesagt, da gibt es nochmal die zweite Variante. Mit 230 Volt. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt eine Tür habe und habe da noch 230 Volt zusätzlich liegen, oder beziehungsweise das würde ich auch von vornherein erklären, ob man die 230 Volt legen soll oder eine Schwachstromleitung ausreichen würde. Ja, hier sieht das so aus, dass dieses Netzteil zum Beispiel ist zwar gezeichnet, aber der ist nur dafür da, um dieses IK-Steuergerät mit der Spannung zu versorgen. Und ansonsten wird Potenzial freigeschaltet. Ich habe dazu auch noch ein kleines Bildchen. Ne? Also im Prinzip kann ich meine Tür so weit betreiben. Das ist ein Vorteil da, wo man zum Beispiel einen Fingersensor direkt in die Tür integriert hat. So muss man im Prinzip nur die 230 Volt legen und man hat zum Beispiel keine Sprechanlage und will sonst nirgends wie das ansteuern. Dann reichen diese 230 Volt aus und fertig. Ne? Dann ist es erledigt.
Aber man hat trotzdem die Möglichkeit quasi anzusteuern. Und zwar gehen wir weiter auf das Schaltbild. Hier sieht man dieses Schaltbild 230 Volt, ne? Egal ob der jetzt in der Unterverteilung sitzt oder also dieses Trafo oder Netzteil oder direkt in der Tür. Gehen an die Tür und hier ist unser potenzialfreier Kontakt. Ne? Das kann jeder sein, das kann ein Doorbell-Controller sein, das kann irgendeine andere Art von Öffnung. Also ist diese zwei Drähte, also dieses grüne und gelbe, muss einfach geschlossen werden. Man kann die auch so beieinander halten und dann geht die Tür auf, damit man so bildlich sich vorstellen kann. Und diese Leseeinheit hätten wir halt nicht. Ne? Da geht auf die Steuerung und einmal fährt der Motorschloss auf und zu, auf und zu. Ne? Das sind, wie gesagt, diese Hauptpunkte. Und da muss sich halt selber, jeder selber entscheiden, was für ihn besser ist. Der Preisunterschied ist natürlich meistens krass, wenn man jetzt so sieht. Ich kann natürlich keine genauen Preise nennen, aber in der Regel bewegt sich so ein Schnapper meistens um die 150 Euro und so ein Motorschloss meistens so um die 700 bis 1000 Euro. Aber kommt darauf an, welche Komfortfunktionen man hat. Ne? Hat man den Fingersensor dran und. Also dort gibt es verschiedene Preise, daher nur so ein ganz, ganz, ganz grober Richtwert. Genau. Im Anschluss von diesem Video wird noch ein dieses Zeitraffer-Video eingeblendet, aber in der Zwischenzeit würde ich dich bitten, mir in die Kommentare reinzuschreiben, was meinst du, was besser ist. Den Fingersensor in der Tür zu haben, ja, also in der Griffleiste oder irgendwo in der Tür, oder ist es besser, den Fingersensor außerhalb zu haben? Was meinst du, was könnten da für Unterschiede entstehen oder ist das wirklich sinnvoll oder nicht sinnvoll? Und da würde ich gerne dazu natürlich auch ein Video machen. Ich habe hier auch ein Beispiel, also einmal, genau, das wird dann das nächste Video sein und da schauen wir uns das Motor an und ich gebe mal nur einen Tipp und zwar dieses Teil. Schauen wir dieses Teil an und schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst, da oder da, der Finger und so. Jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, wie gesagt, über diese Sache oder insgesamt, ob du ein Motorschloss benutzt, ob du vorhast, ein Motorschloss zu bauen und. Wünsche dir einen schönen Abend, schönen Tag oder morgens oder was auch immer du gerade treibst. Nur das Beste und dann schau dir gerne dieses Zeitraffer-Video an. Super interessant und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!
testen. Ja, wir ziehen einfach mal den Finger durch und hören auch direkt, wie der Motor auffährt. Wenn man den zumacht, dann fallen wieder alle Klappen, so wie ich erzählt habe. Und wenn ich auch jetzt einen RFID-Chip dranlege, dann funktioniert es selber. Wird einmal der Motor gefahren und es gibt auch einen kleinen Summen. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera hört. Und wenn man das, die Tür zuschlägt, dann geht die wieder zu. Ne? Also es funktioniert echt wunderbar. Und auch mit dem Schlüssel komme ich ganz normal auch wieder rein. Ja, also funktioniert auch perfekt. Genau. Jetzt schauen wir uns die technischen Details an, also Nahaufnahmen von dem Trafo, von den ganzen Steuerungen und. Viel Spaß! Ja, dann kommen wir zu den ganzen technischen Details. Und zwar, da sind die Leisten, die vorher verbaut waren. Das war schon damals ein Dreifachverschluss. Hier ist quasi der Schnabber oder beziehungsweise das andere Stück davon. Und hier ist der Schnabber. Ne? Wenn man die Dinger übereinander legt, war es so. Das saß im Türblatt und hier das saß quasi ja, an dem Rahmen. Ne? Genau. Und wo man abgeschlossen hat, sind die auch mit reingefahren. Also die Verschlussdinger. Aber wenn man die Tür einfach nur zugehauen hat, dann quasi nur an dem Schnapper. Ne? So hat das funktioniert. Ich denke mal, das kennt jeder. Genau, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Motorschloss. Das Ganze fängt hier an mit dem Netzteil. Dieses Netzteil haben wir hier drin sitzen, weil bei der Nachrüstung war es halt am besten so. Die 230 Volt war für mich kein Problem hinzubekommen, ohne dass irgendwas kaputt geht. Genau. So, und das ist die Übergabestelle dann von diesen 12 Volt und den Schaltdraht, der ebenfalls hier kein Problem war nachzurüsten. Werden wir in der Zeitraffer sehen. Diese werden übergeben von diesen von diesen Kontakten, ne, wird das Ganze in das Türblatt übergeben mit 230 Volt. Das war für mich die einfachste Variante, das so nachzurüsten, dass es ja, unauffällig ist oder beziehungsweise gar nicht sichtbar ist. Ne? Und den Schaltdraht genauso. Hier ist dann die Übergabestelle von diesen 12 Volt auf das Türblatt. Ne? So wird das Ganze hier übergeben, 12 Volt Schaltdraht. Und wenn wir weitergehen, der Motorschloss an sich, sitzt dann hier. Und zwar ist das im Prinzip komplett, also die ganze Leiste wird geschaltet von dem Motor. Der Motor sitzt irgendwo hier, ja, und schaltet quasi diese ganze Leiste. So, sobald ich den Finger quasi durchziehe, dann gehen alle drei Dinger rein. Ja, genau. So ist die Funktion vom Motorschloss. Und sobald ich die abschließe, also mit die Tür, das hört man auch richtig, dass alle Verschlusseinheiten zugehen. Ne? So, und auf der anderen Seite haben wir dann quasi hier die Magnete, die melden, dass die Tür auf oder zu ist. Hier haben wir, also der Tür intern, hier haben wir die Verschlusseinheiten oder beziehungsweise die Löcher dafür, wo die reingehen und abschließen. Hier haben wir im Prinzip diesen Art Schnapper, aber jetzt ist das nur noch so eine Abdeckung oder da, wo der Schnapper quasi reingeht, aber der hat ja nicht diese Funktion, ne? Der ist komplett blind. Und hier ist dann das Loch zum Abschließen wieder. Hier auch. Hier oben haben wir noch eine Besonderheit. Hier gibt es einen Magnet und dieser Magnet hat folgende Funktion. Wir können die Tür nämlich in einen Modus stellen, so, dass die... Also wenn ich jetzt mich draußen befinden würde und einfach ohne in die Finger oder irgendwas reingehen will, dann geht es ganz normal. Also die bleibt offen. Ne? Aber ist auch richtig gut fest. Also die ist wirklich sehr stabil, sehr gut fest, dass es nicht vom Wind oder von irgendwas einfach aufsteht. Ne? Also wenn man jetzt dran zieht, ist nicht, aber wenn man stärker dran zieht, dann geht die auch auf. Also das ist wirklich sehr, sehr starker Magnet, der da oben verbaut ist. Ja, wir schließen das wieder ab. So. Funktioniert wieder und ich kann auch das Ganze abschließen. Wir haben noch eine weitere Funktion, wenn wir die Tür abschließen. Hier gibt es auch verschiedenste Varianten. Hier geht die Tür dann nicht auf. Ne? Also wenn die abgeschlossen ist, die abgeschlossen, geht tatsächlich auch nicht auf. So. Auch wenn ich jetzt den mit dem Finger durchgehen würde. Also können wir mal testen. So.
Also wer auf jeden Fall manipulationssicher haben will, für den ist auch das eine Lösung. Ne? Wenn ich jetzt mit dem Finger durchgehen würde, der Motor fährt zwar, aber die Tür ist abgeschlossen und ich komme nicht rein. Ne? So, und es gibt einen Fehlerton.